Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part im Together EP mit Rakes, der ist wie immer natürlich immer am Start. Was geht, was geht? Jetzt sind wir auch noch Englisch verkacken hier. Verkacken hier. Wieso? Wort ist doch was, oder nicht? Ja. Aber das, ja, hat sich so angehört wie, ja. Ja, wie ich das manchmal sehe auf Tube, so Ach so, okay, ja, okay. wenn da halt so Deutsch einfach so auf Englisch macht und das hört sich so richtig, richtig, also das ist halt nicht, also nicht falsch und nix, aber es hört sich halt so richtig scheiße an. Ah, Bruder. Mir ist das egal, weil ich weiß, dass ich kein Englisch kann. Ja, nee, aber das haben wir halt einfach nur dran erinnert, aber ja. Hast du auf jeden Fall einen vernünftigen ja, Mentor an deiner Seite, was das angeht? Nee, aber extra für dich nochmal. Was geht, Leute? Willkommen zu einem weiteren Part zu The Sims 4 mit der Dangerous Alliance. Das hat sich schon besser angehört. Und ihr könnt auf jeden Fall mal schreiben, wie es euch geht. Einfach mal unten in die Kommentare rein. Wir haben wie immer mitten in der Nacht. Weil die Menschen um die Uhrzeit nichts zu tun haben. Ja, nee, also da sieht man einfach, dass ich ihn nicht nur tagsüber an der Backe habe, sondern ab und zu nachts. Also, ja. Ja, wieso? Tagsüber hast du mich doch gar nicht an die Backe. Wann unterhalten wir uns denn mal tagsüber? Gestern. Ja, gestern Morgen um 10 oder beziehungsweise kurz vor 11, Alter, wow. Aber das war ja auch, weil wir über Nacht durchgemacht haben. Ja, das ist richtig. Aber gut, ich sag mal so, wir können ja auch durchmachen. Nicht so wie die ganzen So anderen wie der Loser. Luxushalle 21. Ist das unser Paten? Scheint so, da stand gerade Luxushalle 21 und dann stand da 13 irgendwas. Okay. Okay. Ich wusste, ich kenne nicht mal die Adresse von unserem Apartment. Ich hab das aber auch jetzt zum ersten Mal gesehen, macht hier nichts dran. Ey, können die mal damit aufhören? Hab bald ein Ende, Bruder. Ich bin rausgeflogen. Oh, scheiße. Oder? Ich habe auf jeden Fall Standfall. Ach so, das habe ich Ah, auch. jetzt. Scheiße. Mama, wo ist Ari hin verschwunden? Ist sie im Void oder was? Nee, eine ist rausgegangen und in die Wohnung und die andere ist auch in die Wohnung gegangen. Okay, für jeden dann einmal Zutritt gestatten auf Haushalt. Das wird mir noch so auf den Nerv gehen jedes Mal. Ah gut, bald hat es eh ein Ende. Und ja, was auch bald ein Ende hat, ist der Scheiß mit dem Schlafbedürfnis bei mir. Ja, Bruder, nein, das ist aber nicht gut. naja, es passt halt. So, weil, Bruder, du kennst mich so. Ich kann sowas machen, wann immer ich Bock zu hab. So bei Leuten, die nicht so erfahren sind, okay, muss man aufpassen, extrem. Da muss man richtig, richtig aufpassen, wenn man dann halt, wenn dann die Verwandlung komplett ist, das ist richtig. Gut, dass du es halt, also dass wir das hier ein bisschen thematisieren und so. Aber bei mir kein Nee, Problem. darauf war das nicht bezogen, weil wir jetzt ja unterschiedlich geschlafen haben. Also, okay. Also das ist ja jetzt das erste Mal wieder, dass wir jetzt zusammen pennen. Aber eigentlich pennt ja immer der eine und dann der andere. Naja. So, wenn du aber gar nicht mehr schlafen gehst, musst du dich ja zwischendurch andauernd um beide kümmern. So, und Ja. so hatten wir das aber so, dass wir halt erstmal abwechselnd halt gepressured haben und den Fokus einzeln auf die Leute setzen konnten. Naja, also das Ding ist halt, er hat halt kein, also das ändert sich halt alles bei meinem, also ohne viel zu wegzunehmen, aber sich ausruhen muss er trotzdem. Verschwindet auch im Rampenlicht. Nur halt ist das ein bisschen anders als wie hier. Ruhm von Sascha wird bald verblassen, wenn er keine Aktion durchführt, die seinen Ruhm fördern. Bereits ein kurzes Update auf Simstagram.
mit seinem Handy sorgt dafür, dass ich im Gespräch werde. Nein, ich habe kein Simstagram, ich habe nur SimsTube. So. Ich habe nur SimsTube. So. Das ist alles, was ich habe, alles, was ich brauche, alles, was ich will. Wow, dem geht's ja richtig gut, dem Boy. Hier. Soll ich den trotzdem aufs Klo und Essen schicken, oder? Ja. Okay. Und dann Kontakte knüpfen, oder? Nee, dann reisen. Reisen. Okay. Alright. Weil ich will das halt testen. Okay. Was ich vorhab. Was ich Okay. halt gestern im Part angesprochen habe. Ja. Waschbecken könnte auch mal sauber gemacht werden, Alter. Ach so, okay, verstehe ich. Obwohl, ja, brauchst du nicht mal machen lassen, der kann jetzt auf Klo gehen, essen und dann rein. Also, okay. Weil deiner schläft ja. Ja. Ja, du hast gesagt, du wolltest das wegmachen, so habe ich das verstanden. Aber mal. Nee, ich habe dann. gesagt, das müsste auch mal sauber gemacht werden. Ach so, okay. Schnappt ihr halt auch Aber ist mal auf zur scheißegal. Der nächste, der hier einzieht, kann das sauber machen. Hand. Also in 5 Jahren ist dann sauber. In Real Life würde ich das natürlich nicht machen, aber in Sims, warum nicht? Ja, stimmt. Ja, ich sag mal so, kommt halt drauf an, dass. Ja. Egal, reden wir nicht weiter drüber. Lebensziel kann pro Tag nur begrenzt weiterentwickelt werden. Sascha hat die tägliche Obergrenze für ein Lebensziel erreicht. Okay, schön. Ja, die Frage ist, was kannst du dann machen, wenn Andi auf Reisen geht? Lass mal kurz reingucken. Ja, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, zocken vielleicht dann einfach. Oder so. Ah, keine Ahnung, mal gucken. Ist ja auch egal, weil du wolltest jetzt auf Reisen gehen, dann machen wir Geh das. mal kurz auf Kontakte. Auf Ganz Kontakte? kurz nur. Ja. Okay. Weiter runter. Der Zoll ist Yamato. Weiter. 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 Okay. Ja, dann kannst du reisen. Okay. Cool. Dann reisen. So reisen, oder? Gut. Alleine. Okay. Was seitdem nur bezahlt. Nee. Besser ist, wenn wir das ein bisschen auf Auge behalten, denn naja, meiner, der. Wird sich ein bisschen verändern. Oh ja. Yeah. Auch wenn er sich auch mal den Schnurrbart aufrasieren könnte und die Beine so. Man rasiert sich die Beine nicht. Ja, gut, stimmt. Ist seitdem der Mann ist schwul oder einer ist. Okay. Soll natürlich jetzt nicht irgendwie falsch klingen oder so, aber ja, ich habe noch nie einen Mann gehört, der hetero ist, der sich die Beine rasiert. Ist seitdem du bist halt so ein Spasti wie ich, der eine Wette verliert und sich die Beine wachsen lässt. Mit Ach so, Bartstreifen. okay. Aber ist halt kein Mann gehört, ne? Ja, dann einmal ins Magierreich. Also wir können in die Nähe davon reisen, also uns reicht Das ist ja selber egal, das. Hauptsache wir können da trotzdem irgendwie hinkommen. Warte. Glimmerbrook. Und ja, das ist kein Problem. Ja. Hier müssen wir dann allerdings hin zum Wachposten und dann. Vielleicht weiß ich sogar, was du vorhast inzwischen, aber wer weiß. Wer weiß. Wenn nicht, bin ich gerne. Das werde ich gerne herausfinden. Mal schauen. So. Ja, da rede ich dann mal mit dir
kann ich da mal drüber quatschen, wenn wir außerhalb des Parts zum Beispiel einen Spoiler. Nee, nee, alles cool, also müssen auch gar nicht drüber reden. So. Falls ich halt falsch liege, werde ich halt auch ein bisschen überrascht und so. Also. Ja, wie auch immer, wir werden es ja eher, also ich werde es ja eher erfahren. Und warum nicht mit den Viewers? Das ist dann auch, sieh mal meine Reaction. Die halt, ja, ne, meine Reaction, die halt, ne, ja, nicht bearbeitet so nichts, sondern die halt, ne, na, ich weiß nicht, wie ich, mir fallen die richtigen Worte irgendwie nicht ein, das ist mitten in der Nacht und eigentlich wäre ich auch im Schlafen, ausnahmsweise, aber naja. Alright, hier sind wir. Und ich soll dich jetzt ins Reich der Magie führen, ja? Ja. Okay. Das ist. Ich weiß nicht, warum ich immer Probleme habe, das zu finden, aber es ist so. Nö. Ich kann mir das echt irgendwie nie merken. Ja. Aber vielleicht war es früher auch mal anders. Ah, hier. Hier ist es. Dann. Rein da. Wobei, es ist 5 Uhr morgens. Hätte ich vielleicht doch mitgekonnt. Schade. Andererseits, wir wissen, wie lange die Reisen dauern. So, du kannst mal, keine Ahnung, zocken. So. Ich muss dringend nach oben. Auch wenn das nicht so wichtig ist. Andererseits, war deine Aufgabe. Der wirbelnde Strudel scheint scheint in ein Reich jenseits unserer Realität zu führen. Traust du dich, die Schwelle zu überschreiten? Portal betreten. So, rein mit dir. Ah, Schreinerbank wäre auch was für dich, Bruder. Schreinerbank? Ja. Ja. Du bist ja eh so der. Genau, wegen Geschicklichkeitsfähigkeit und dann kannst du auch so Sachen herstellen und die verkaufen. So. Und wenn du eher so der Handwerker von uns bist, so wäre das eine gute Sache. Und abgesehen davon kann man dann halt auch einen Messerblock herstellen und ich weiß schon, wer das erste Messer bekommt. Aber ein Messerblock ist dieses Holzding, wo du die Messer reinstecken kannst. Egal, kann man trotzdem der ins Gesicht werfen. Kann man trotzdem Laura mit abwerfen. Aber wenn ich mit dir fertig bin und so, wird die mir nie wieder frech. Ich würde ja sagen, ich glaube das auch, aber ich. Das ist Laura so, aber. Ich weiß nicht, warum die auf einmal zu mir nett ist, so, wo ich das gemacht habe letztens. Meint ja so, ja, sorry, tut leid und so. Keine Ahnung, warum die bei dir das Gefühl hat, aufmucken zu müssen, so. Was keine gute Idee ist. Das ist das Geile an einem Vampir, Bruder. Du wirst mir frech, farb, dreht aus, so. Ja, also wenn die zu mir frech würde. Jetzt hast du da ein bisschen vorweggenommen, was ich eigentlich vorhatte, so. Also, naja, zumindest. Aber egal, reden wir nicht drüber. Nee, ich habe nur gesagt, das ist das Geile an einem Vampir. Weil soll ich denn wissen, dass du es mal vorhattest? So, weißt du, was ich meine? Naja, alles gut. Ja, wir sind jetzt da. Hier ist noch eine alte Oma. Genau. Dann würde ich einmal zum Magier werden. Genau, das ist eigentlich egal, wenn du von den Leuten fragst. Aber ich denke mal, du wirst das wahrscheinlich ähnlich handhaben wie ich, dass du ja Simonion nicht so oft nehmen, also nicht so wirklich feiern wirst wie halt die anderen Magier. Deswegen gehe ich einfach mal hier zu Ungezähmt. Da kann aber auch sein, dass das bei dir ist, so wie bei mir, Ungezähmte Schelmische oder halt komplett anders, keine Ahnung. Mal gucken. Aber andererseits kann man das auch. Wobei, nee. Ja. Müssen uns mit denen anfreunden, aber ich soll die Punkte erstmal aufsparen, ne? Bei dir. Ja.
Okay. Dann hätte ich dir direkt umgeguckt, ob wir genug Punkte haben für unglaublich freundlich, aber ich glaube, dann haben wir eh nicht ganz genug, dass wir halt schneller uns mit denen anfreunden, weil das brauchen wir, damit die uns halt das beibringen, was wir halt lernen möchten. Videospiele, ja, Videospiele sind gut. Ist richtig. So. Dann einmal nach der freundlichen Vorstellung. Angst vor Vampiren zugeben, was für Angst. Freundlich müsste das, glaube ich, sein. Ja, genau. Wie man Magie verwendet. Aber eigentlich müsste das hier auch anders sein, oder? Weil ihr ja noch nicht so gute Freunde seid. Der hat der Bonus sehr geholfen, aber verstehst, wenn du halt auch Spaß so, das ist halt ein guter Ansatz. Akito und Koichi, wer zur Hölle ist Koichi? Und wer redet hier angeblich mit? Verstehe ich nicht. Bist du? Nee, Kazuki. Andi komplett begeistert hier. Aber gut, er ist nicht begeistert von Übernatürlichen im Sims. Das ist mit das Beste, was sie je gemacht haben. Oh, magischen Künste zu erlernen ist ein wunderbares, aber auch gefährliches Unterfangen. Bist du bereit, den Weg der zur Magie einzuschlagen? Ja, natürlich ist er bereit. Oh. Yes! An ihrem Leuchten. Geil. Sah das nicht schon mal spektakulärer aus? Ach so, vielleicht weil du nur die Partikelsicht bekommen hast. Ich benötige 7 Magie-Partikel, um dir das Geschenk der Magie zu überreichen. Ich habe dir die Partikelsicht verliehen, damit du Partikel finden einsammeln kannst. Suche im Reich der Magie nach Partikel und bring sie zu mir. Mach schnell und zeig der Zauber ab. Junge, hätt's doch nicht. Hätt's doch nicht. So. Hier einsammeln. Einsammeln. Und diese Dinger, das sind Magiepartikel, die sammeln wir jetzt ein und dann wird Andi zum Magier. Und ja, damit ja, steigert sein Wert natürlich noch mehr als ohnehin schon. Also, ein Magier sind sehr, sehr Ja, warte wichtig. erstmal, lass ihn das erstmal ausführen. Okay. Weil die Leiste hat ja schon 6 Stück. So, und du weißt, der bricht gerne mal ab. Ja, an sich schon, aber damit hatten wir bis. Also beim letzten Mal, wo ich es gemacht hatte, da gab es so keine Probleme, aber an sich hast du recht, das kann natürlich passieren. Ja. Du sollst nicht mit irgendwelchen Leuten plaudern. Ich glaube, Andi findet das nicht cool, dass du mit irgendwem laberst. Kann man vor allem später labern mit den normalen Magiern hier. Die Weisen haben Vorrang. So, aber die normalen sind natürlich auch wichtig für Duelle, aber da muss man halt wie schon in anderen Projekten angesprochen, vorsichtig sein mit den Duellen. Aber dazu komme ich bestimmt später noch. Und eigentlich hat der Weise das ja auch super erklärt halt in dem einen Satz. So, haben wir jetzt 7? Müsste, ne? Ja. Aber gucken wir mal. Ja, doch, genau. Sicherheitshalber halt immer reinschauen. Aber genau so ist es. Haben beide aufgepasst und deswegen gehen wir jetzt zu. Du warst das hier. Das heißt, wir geben dir die Partikel eintauschen. Und dann ihm sagen, er soll weg. Ich war es natürlich nicht. Ja, kann das mal bitte gemacht werden, bevor Andi zurück muss? Weil, naja. Ah, er ist sogar uns entgegengekommen. Das ist so nett. Das hatte ich, glaube ich, bisher auch noch nie. Und jetzt alle Augen auf Andi richten. Wenn hier Themenberichte sind, die wir bitte kurz ausblenden. So, habe ich vielleicht mein Thumbnail für diesen Part. Erbassi, Cenk,
Oder wir haben unser Tante eher gesagt. So. Passendes Gesicht dazu, dass er Magier wird. Das ist so passend. Und er will ihn wegbeamen. Direkt will er ihn wegbeamen mit der Kraft seines Verstandes. Andy ist jetzt ein Magier. Du kannst dir sein Zauberbuch ansehen, in dem du deine Vorteilsliste öffnest oder den Button in die Fenster drückst. Ja, das ist. Ja, mache ich halt eigentlich nicht, weil ich weiß, was ich brauche. Und ja. Der soll direkt was lernen, oder? Okay. Dann mache ich das. Zaubertrankrezepte kann man halt immer lernen, aber den Rest, da, ja, da müssen wir halt eine gewisse Zeit warten. Das ist halt leider so. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem die Zeit hier sinnvoll nutzen kann. Genau. Das kommt jetzt auch, das wollte ich nicht vorwegnehmen. Ich teile mein Wissen nicht mit jedem X-Beliebigen, lernen wir uns zunächst besser kennen, dann entscheide ich, ob du würdig bist. Aber das, also das, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, weil das Ding ist ja, er hat an dir das mit der Magie beigebracht. So, und ob der dann sagt, ja, nee, lass uns erstmal beste Freunde werden und so. Ja, weiß ich jetzt nicht, ey. So. Ich meine, eigentlich kenne ich das nur so von Filmen und Serien so. Wenn man da so einen Mentor hat, der bringt einem Sachen bei und nicht so, ja, lass uns erstmal besser kennenlernen und so. Lass uns erstmal abhängen. ja, wenn ich das noch mitnehme, ist ja egal. So. Und, ja, vielleicht hier noch drüber reden. Hauptsache, wir kriegen das hin. So. Ich sage wahrscheinlich das bei allen dreien machen, oder Bruder? Dass die dir Dinge beibringen können. Ja, Okay. Machen wir so. weil ich brauche natürlich Die Magie. die ein oder anderen Sachen. Hat die Vorlieben von Akito kennengelernt, mag Popmusik. Und das in seinem Alter? Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. So. So. Ja, dann. Brillante Erfindungen enthüllen oder was weiß ich. So. Hauptsache, ihr werdet jetzt Freunde. Denkt an PC. Andi denkt ans Schreiben. Okay. Freut mich, dass dich meine Lama-Witze nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Ja, bestimmt. So. Nice, einfach den Weg blockieren für die Frau, die da lang will. Perfekt. Ja, ich finde das auch ziemlich nervig jedes Mal, aber ja. Ja, mit den Anfro, also dass die halt, ja, den so weit die Freundschaft haben, dass sie halt einem so Dinge beibringen. Das ist halt, ja. Ah, kriegst sogar Ruhm bei Reparaturtipps? Okay. Wusste ich gar nicht. Ah, cool. Hatte ich nicht mehr am Schirm, aber gut, ich merke mir das auch nicht jedes Mal, weil jetzt, naja. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Kann sein. Ich achte halt nie drauf. Ich weiß halt nicht, weil da steht ja Technik mit. Und wenn er ja schon bei dem einen Ruhm kriegt, dann wird er da auch bestimmt einen kriegen. Kann Also ich mir ich. zumindest vorstellen. Wenn die das nicht so gemacht haben, dann weiß ich es nicht, Alter. Irgendwas haben die dann falsch Ja, hier steht es nicht bei, aber vielleicht ist das, weil du kannst ja Ruhm über als Techn, also mit deiner Handy-App und so machen. Vielleicht deswegen, keine Ahnung, wer weiß, was EA sich dabei denkt. Vielleicht haben sie auch gar nichts beigedacht und wie du gesagt hast, verkackst, haben es verkackt. Keine Ahnung, so. Kann gut sein. Ich achte halt nie drauf, wobei der jetzt Ruhm bekommt bei den Die Interaktionen jetzt und runterfällt, nicht. So. brich die mal mit meinem an. Die hier. Ja. Okay. Freundlich, ja? Ja.
Okay. Dann breche ich das hier ab, oder? Nee, nee, lass das durch. Also, weil die geht ja gerade noch runter, die haut ja jetzt nicht rein. Das kann ziemlich schnell gehen hier, aber an sich hast du recht. Das müsste eigentlich bedeuten, dass sie noch ein bisschen hier ist. Aber wenn die hier oben sind, dann sind sie halt ziemlich schnell weg, können noch ein Duell machen und dann gehen sie direkt nach Hause. Dass ihr da, also alle Bescheid wisst, die Viewers und du. Ja, ich weiß das ja. Du hast ja Also, dann privat gespielt schon, oder? ja, aber das ist ja schon ein bisschen her, deswegen wusste ich nicht mehr, ob du das noch im Schirm hast. So. Ja. Spiel? Spielst du noch mit? Ah, okay. Dann kann er wieder nach oben, oder? Ja, ich kenne die ja jetzt. Ja. Wo ist jetzt Guck mal, der? wie der den unbedingt challen will, Alter. Aber den würde ich auch challen wollen, Alter. Okay. Aber auf andere Art und Weise. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das behalte ich mal besser für mich. Aber egal, der ist noch Mittel zum Zweck. Ja. Wir brauchen den ja noch. Jump. Was hat die da für einen roten Fleck im Gesicht? Hier. Und das ist verkacktes Make-up. Na, wie auch immer. Ist ja auch egal. Was soll ich mit der hier ansprechen? Ja, mach das mal. Okay, nur das Problem könnte halt nicht klappen, weil sie auf dem Weg nach Hause ist. Egal. Versuchen, okay. Genau. Dann war kurz. Mach ich das kurz so, weil sonst wird es safe nicht klappen. Oh, wir haben dich nach oben geportet, nice. Dann klappt das vielleicht. Was ist mit der hier auch ansprechen? Nee, nee, die erstmal nicht. Okay. Okay. Ball dich! Bro, ball dich! Lauf! Naja. Habe ich ja gesagt, das wird wobei, sie ist stehen geblieben. Wird das noch klappen? Jetzt in die Kommentare schreiben. Und nein. Leider nicht. Das hasse ich halt auch, wenn das eigentlich noch auf möglich erscheint und dann, ja, dein Char bleibt einfach stehen, bricht das ab, whatever. Ja, nee, das war sehr wahrscheinlich, weil der hochgeportet ist. Weil der war ja noch auf dem Weg nach oben und dann ist der ja da hochgeportet und Ja, das ist manchmal auch so, wenn er nicht hochgeportet ist. Ja. Soll deiner was essen oder erstmal Gi versuchen zu lernen? nee, erstmal essen und dann mal gehen. Okay. Okay. Wie immer Salat, oder? Ja. Außer du willst halt das vielleicht mit dem Gesundheitsfreak loswerden, so. Ach, ist vielleicht auch erstmal besser so. So. Meiner hat das abgebrochen im Zocken. Was ist er denn für ein Larry? Also echt, ey. So. Er soll jetzt hier zocken. Los. Deiner Champ noch nicht auf Max, ne? Nee, auf neun. Gut. Gut. Dann machen wir das so. Aber andererseits auf Champ vorlesen ist auch nicht so wichtig, weil, ja. Oh nee, gut. Hab befürchtet, Schneefest hat begonnen, Schneeskulpturen und Schneemänner warten auf dich. Aha, schön für euch. Hipster und Outdoor. Okay. Ah, der mag Hipster und Outdoor, der Akito. Und Popmusik. So. Alright. Du sollst ihn nicht schneiden, du sollst ihn Salat schneiden, Junge. So. Da kannst du gern Laura schneiden, falls ihr mal gemeinsam Salat macht. So. Wäre kein Problem. Ist dann aus Versehen passiert so. Hat voll die Stichwunden. Ist beim Kochen passiert. Mir ist das Messer ausgerutscht. Ich wollte die Vorsicht! Tomaten. Was? Ich habe gehört, dass du mit Akito angefreundet hast. Ziemlich cool. Aha, Miko.
Ja. Na, das wäre schon funny. Ah, ey, der Typ da übt seine Magie ein bisschen. Keine Ahnung, wo man das in der Küche macht, aber naja. Oh. Die können mich auch. Ja. Lustig wäre, wenn er sie mit der Magie getroffen hätte. Das wäre funny. Oh, das ist ein Duell. Das ist ein Duell. Zwischen ihr hier und dem hier. So. Mal gucken. Oh, sie besiegt ihn. Bam, voll den Boden mit dem Gewicht. Das ist gut zu wissen. Ja, dann Klo und dann weiter. Alright. Verstehen. Achso, war da oben ist auch eins, stimmt ja. Sparen wir uns Weg hier. Okay, hier. Los. Los! Er sagt nicht, der muss schon wieder. Und sich in die Hose machen, weil, naja, okay. Gut. Hat einer noch Beschämung? Mal schauen. Ah, okay. Cool. Das ist gut. Passt ja auch, denke ich, ganz gut. Oh, jetzt muss er schlafen, aber. Ja, also so wie ich das machen würde, ich würde noch bei dem einen den Zauber mitnehmen. Soll ich das so machen, Bruder? Okay. Weil bei den einen könnten wir, glaube ich, den einen Zauber mitnehmen. Es müsste, meine ich, reichen. Müsste ich mir eigentlich auch mal merken. Deswegen testen wir es. Nein, wir fordern den garantiert nicht zum Duell raus. Das ist etwas, was ich keinem empfehlen würde. So niemals. So. Die sind nicht ohne Grund die Lehrmeister. So. Außer man hat halt vorne ja, hat halt einen Char, der einem nicht wichtig ist, dann vielleicht, aber. Ja. Oh, Inferno! Geil! Geil. Das was richtig Gutes gelernt. Ah ne, das war nicht hier, das war. Ich dachte, ich hatte das richtige Gewicht hier. So. Perfekt. Gut. Dann, ja. Und weiter. Weiter? Nicht nach Hause schlafen? Nicht. Okay. Na dann, also hier können wir halt. Ja. Erstmal nicht machen, außer Zaubertrankrezept. Aber dann würde ich eher, glaube ich, dafür. Ja, wobei es kommt halt drauf an. Es kommt jetzt ein Brauchst bisschen du drauf an. keine Freundschaft mehr mit dem, ne? Nee. Mit dem hier oben nicht. Außer halt mit denen, wo wir halt noch nicht waren, mit den anderen beiden Weisen. Das Ding ist halt, wir könnten jetzt gucken, welche Zaubertrankrezepte wir bekommen. Weil wenn wir einen bekommen, dann muss da einer. Also dann könnte man den direkt verwenden. Und dann hätten wir halt da Glück ein bisschen, aber es ist halt ein bisschen abhängig. Aber wir können das ein bisschen hier machen. Übelkeit. Nee, das ist nicht der, den wir haben wollen. Gib uns mal einen vernünftigen jetzt hier. Ach, geht gar nicht mehr? Die haben das gebufft? Okay. Das ist neu. Weil normalerweise ging das mit Zaubertränken, das konntest du stacken, das konntest du nach und nach wegmachen, Zaubertrankrezepten. Aber ist okay, wenn die das so gemacht haben. Ist okay. Soll keine Kritik sein, ist mir halt nur aufgefallen. Aber ist eine positive Sache. Jetzt weiter Freundschaft mit denen. So. Dem nächsten. Weil, also so sehe ich halt die Weisen. Aber es kommt natürlich auch auf die Spielweise an. Ne? Ich finde halt Ungezähmte, dann Schelm und dann der hier. So. Aber Ungezähmte hat auch geile Zauber, genauso wie auch der funktionale Magie, Simeon. Und ich weiß nicht, warum das bei uns getauscht worden ist. Weil eigentlich sind das drei feste Magier. Und Simeon ist einer davon, aber die anderen beiden, die sind das eigentlich nicht. Und Junge, du kannst nicht weggehen. Bleib mal hier. Vor allem, dass er ein Weiser ist in seinem Alter. Also, das ist, naja, weiß ich jetzt nicht.
Aber ich glaube auch, die Weisen werden beschützt vom Spiel. Dass denen halt, also zumindest wenn du halt nichts gegen die machst, sage ich mal. Dass die halt, also wenn du die halt nicht wegmachst und nichts, dass sie halt leben bleiben. Meine ich das? So. Kann es jetzt bitte gemacht werden? Wir haben nicht die ganze Zeit hier Zeit, Kazuki. Kannst nicht einfach weggehen, Junge. Sonst macht Andi dich nachher noch weg, so. Kann ich mir gut vorstellen, so. So. Einmal hier noch über den bewölkten Himmel beschweren. Sehr gut. So. Ja, schön, hau ab. So. Keine Ahnung, wer du bist, aber verpiss dich, ey. Das interessiert nur niemanden. Soll ich ihn jetzt nach Hause schicken oder nicht? Okay. Das und vorher noch machen oder abbrechen? Oh Scheiße, das geht runter. Verdammt. Nein, 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 nein. Nicht runtergehen, nicht runtergehen, nicht runtergehen. Dann müssen wir das anders machen bei dem. Scheiße. Das ist nicht gut. So. Ah, krass ist, dass man das mit Inferno direkt erlernen kann. Wusste ich gar nicht. Ich habe dafür ein bisschen länger gebraucht. Hä? Doch, doch, die hier. Ah, die hat ihre Brille abgelegt. Ja, du bist ja jetzt schon durch. Ja. Ja, gut, aber es ist halt auch wichtiger, dass wir deinen nach Hause schicken, weil nicht, dass sie uns umkippt. So. Weil du wirst sie noch häufiger sehen, Bruder. Weil es ist halt im Reich der Magie so, dass die nicht nur, also die Weisen sind halt die ganze Zeit da, aber die anderen Magier, die halt sich verbessern wollen und so, die sind halt auch häufig da. Da siehst du halt immer dieselben Leute, die Magie lernen wollen. So wie Andi jetzt ja auch. Ja, ja, das war ein Part der etwas anderen Sorte, so wie in letzter Zeit. Ja, wie man das kennt in letzter Zeit. Aber warte mal, dieses Zaubertrankrezept, das können wir auch benutzen. Das benutze ich sonst zwar nie, aber. Ja. Das ist auch gut. Also, was. Also, klar, es wäre besser, wenn wir einen anderen Trank bekommen hätten, aber. Ja. Weiß nicht, ob es random ist oder ob da. Was du wann bekommst. Kann random sein, kann aber auch sein, dass ein System dahinter ist. Ja. Kann ich mir irgendwie nie merken, ist ja auch im Endeffekt egal, weil, ja. Egal, was ich vorhabe im Reich der Magie, ich mache das sowieso so, dass das für gewöhnlich, dass die halt jeden einzelnen Zauberspruch und jedes einzelne Trankrezept lernen, aus bestimmten Gründen. Ja. Die ich noch nicht vorwegnehmen will, da kümmern wir uns später drum. Wahrscheinlich in den nächsten paar Parts, würde ich mal vermuten. Gehe ich mal von aus, aber mal schauen. So. So, und da sind wir wieder. Ich schicke dann direkt den Boy mal schlafen und ich. Ja, du kannst was essen. Aber nicht Andi. So, den brauchen wir noch. So. Ja. Dann sehen wir uns aber auch im nächsten Part wieder.